Hi und herzlich willkommen. Im letzten Video hatte ich ja schon ein bisschen geteasert, dass wir jetzt planen, einen Dienstplan, einen Schichtplan zu machen und dafür ein bisschen Vorbereitung an Funktionen, an Inhalten dann halt mal machen möchten. Dafür haben wir im letzten Video uns dann halt mal die Datumsmanipulation angeschaut. Das heißt, was kann ich aus einem Datumswert eigentlich am Ende alles machen? Kalenderwoche errechnen, Wochentag, das Ganze ist immer als ausgeschriebenen Wochentag hinterlegen, können uns die Monate, Quartale und das Jahr rausziehen. Alles sozusagen, was wir an Informationen aus dem Datum haben, können wir uns da rausholen und können das dann nachher auch verarbeiten, ohne dass wir dann noch irgendwo eine Hilfstabelle brauchen oder irgendwas in der Richtung. Das heißt, das können wir alles dann halt auch in Formeln niederlegen. So, ich hatte ja schon angeteasert. Wie gesagt, jetzt wie hier, dass wir dann halt immer auch am Ende uns dann heißt immer die Arbeitswochen im Prinzip von Montag bis Sonntag dann heißt immer auch immer im Wechsel farblich markieren möchten. Und das würde ich sagen, das schauen wir uns jetzt mal an. Da hatte ich jetzt nochmal unterschieden, ob wir dann halt immer nach der Kalenderwoche uns das einfärben möchten oder ob wir uns das Ganze danach auch nach den Wochentagen einfärben möchten. Das heißt, die Kalenderwoche muss ja nicht immer von Montag bis Sonntag gehen. Die kann halt immer davon abweichend sein. Und von daher gucken wir uns aber erst einmal kurz die Kalenderwoche an. Ich habe mir dafür einfach dann halt immer die Wertetabelle, einfach die Werte nochmal rüber kopiert. Und jetzt haben wir hier die Kalenderwoche und schon, wie im letzten Video erklärt, dann halt immer aus dem Datum extrahiert. Das heißt, hier haben wir die Kalenderwoche-Funktion von Datum B4 und kriegen dann halt immer entsprechende Kalenderwoche raus. Und wir sehen jetzt ja schon am Ende das Muster, was wir auch gleich dann halt immer in der bedingten Formatierung nutzen möchten. Heißt, wir haben jetzt hier ist ja mal eine ungerade Zahl, eine gerade Zahl, ungerade, gerade, ungerade. Und das ist ja, ich sag mal, Kalenderwoche zählt ja einfach immer hoch, 1, 2, 3, 4, 5, 6. Und das können wir jetzt gleich auch dann nutzen mit der ist-gerade-Funktion. Ob dann heißt immer entsprechend, dann heißt immer die Kalenderwoche ist gerade ist. Ne? Sprich, jetzt hier in dem Fall gucken wir nach C4. Ist das gerade? Nein, ist es nicht. Dann kommt ein falscher Wert raus. Und das Ganze machen wir so lange, bis wir dann halt mal in C10 sind. Dann guckt er, ist gerade und dann kommt ein wahrer Wert raus. Dafür gehen wir jetzt einfach nur noch mal kurz hin, markieren uns das Ganze, gehen dann erstmal in die bedingte Formatierung, Regeln verwalten und ihr seht schon, das habe ich jetzt hier auch schon hinterlegt. Das heißt, wir haben hier die ist gerade Funktion und ich gehe nur mal kurz bearbeiten. Wir prüfen einfach nur ist gerade. Wir müssen jetzt hier noch mal ein bisschen aufpassen, wenn wir jetzt nicht Dollar C4 schreiben, ich nehme das einmal kurz raus, dann guckt er natürlich dann halt immer nach jedem Wert, ob der gerade hier ist. Ne? Also das heißt, Kalenderwoche hier in C4 wäre ungerade, in D2 wäre der Wert allerdings gerade. Und das würde natürlich dann halt immer dafür sorgen, dass alles irgendwie so ein bisschen mistig aussieht. Ne? Das heißt, da fixieren wir uns dann einmal die Spalte, die wir dann halt haben möchten mit dem Dollar C und das 4 im Prinzip, also die Zeilen sollen ja weiter durchlaufen. Das heißt, die fixieren wir nicht. Und dann sagen wir hier übernehmen. Zack, bang, ist fertig. Und für die ungeraden Wochen am Ende gibt es jetzt zwei Möglichkeiten. Ich habe mir die Regel jetzt hier einfach dupliziert, habe ein Nicht davor geschrieben und dann ist das Ganze negiert. Das heißt, aus jedem wahr wird ein falsch und aus jedem falsch wird ein wahr. Alternative dazu ist dann halt, dass wir nicht sagen ist gerade, sondern die ungerade Funktion nutzen. Also ist ungerade. Und das hat das gleiche Ergebnis, ne, als wenn wir dann halt ist gerade negieren, kommt aufs Gleiche hinaus. Ne? Das ist eigentlich dann am Ende genau dasselbe. Zwei Ansätze, wie gesagt, kann man mitarbeiten. Ich bin immer ein großer Freund von negieren. Das heißt im Prinzip, ich mache immer aus was Wahren, was Falschen. Das ist für mich immer dann halt immer schnell erklärt, aber ist natürlich Geschmackssache, was man hier machen möchte. Performance-technisch habe ich da noch keinen Unterschied wirklich gesehen, ob diese Funktion grundsätzlich schneller ist als die ist-gerade-Funktion, die wir dann einfach nochmal negieren. Könnt mir mal in den Kommentaren schreiben, ob das Ganze mal bei euch irgendwo nochmal aufgefallen ist. Der Part ist also relativ einfach. Das heißt, wir gucken eigentlich immer nur auf einen Wert und da im Prinzip immer nur im Wechsel gerade und gerade. Nach Wochentag ist da ein bisschen komplizierter. Das heißt, wir wollen jetzt ja, ich sag mal, am Ende
die Woche von Montag bis Sonntag am Ende einfärben und die nächste Woche im Prinzip dann auch wieder in einer anderen Farbe einfärben. So, wie wir das machen, das heißt, wir brauchen erst einmal müssen uns erstmal den Wochentag, immer mit Montag beginnend, schreiben. Das hatte ich im anderen Video schon erklärt. Der Wochentag hat zwei Parameter. Das heißt, als erstes will er das Datum haben, sprich jetzt hier B4. Und im zweiten Parameter möchte er wissen, ist immer bei welchem Tag soll er sozusagen mit 1 anfangen zu zählen. In dem Fall bei 2, weil der Montag ist immer ist in der klassischen Folge der zweite Tag der Woche. Es fängt immer bei Sonntag an zu zählen. Jetzt sagen wir bei 2, also beim Montag, sollst du mit 1 anfangen zu zählen. Und das führt dazu, dass wir dann heißt immer hier die Folge haben 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7 und dann im Prinzip 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7. Das kann man sich auch über Modulo am Ende dann halt auch berechnen. Das machen wir gleich in einem anderen Beispiel, wenn wir zum Beispiel nur jede dritte haben möchten. Und jetzt ist das Schöne am Ende, wir haben die Zeilennummer, die können wir uns einfach mit der Funktion Zeile eintragen lassen. Wir können jetzt entweder Zeile im Prinzip und wählen dann heißt ja mal jetzt hier die Spalte aus, für die wir die Zeile haben möchten, können den Parameter aber auch hier leer lassen, der ist optional, ne? Also will hier theoretisch optional einen Bezug haben und brauchen wir aber nicht angeben. Das heißt, wenn wir da jetzt mal nichts drin reinschreiben, dann nimmt er immer die Zeile, in der dann auch die Funktion drin steht. So, das heißt, hier zählt er einfach nur 4, 5, 6 einfach ganz normal die Zahlen hoch. Und wenn wir das beides jetzt addieren, sprich den Wochentag, angefangen bei 1, mit der Zeilennummer, dann haben wir dann halt die Summe der beiden Werte und ihr seht schon 5, 7, 9, 11, 13, 15, 17. Das sind alles ungerade Zahlen. Und danach geht es dann halt immer in der nächsten Woche weiter mit 14, 16, 18, 20, 22, 24. Und das ist gleich immer unser Muster, nachdem wir dann auch wieder einfach prüfen können, ist das Ganze gerade oder ungerade. Das heißt, wir haben jetzt hier wieder, ich sag mal, das Muster, 7 Tage, die sind nicht gerade, deswegen sind die falsch. Und haben jetzt hier das Muster im Prinzip, hey, die sind gerade. Das heißt, hier am Ende haben wir wieder, ich sag mal, dass wir dann heißt immer die Iteration haben zwischen rot, grün im 7er Schritt. Das Ganze können wir natürlich dann auch nochmal machen, wenn wir jetzt einen Dreier-Schritt machen möchten. Ne? Das heißt, in dem Fall haben wir jetzt erstmal keinen Wochentag, mit dem wir rechnen können. Wir könnten natürlich dann jetzt, wenn wir jetzt nur Montag, Dienstag, Mittwoch arbeiten oder Montag, Dienstag, Mittwoch, Donnerstag, Freitag 5 Tage haben, könnten wir auch wieder den Wochentag nehmen. Wir können das aber auch auf jede andere Tabelle am Ende anwählen, wo wir dann heißt mal 3 5, 7 oder 9 Spalten dann halt am Ende dann halt im Wechsel immer farblich hinterlegen möchten. Dafür nutzen wir die Modulo-Funktion, sprich hier ist das die Rest-Funktion. Das heißt, Rest als solches gibt er dann heißt immer aus der Division den Rest wieder. Das heißt, er teilt hier sozusagen die Zeilennummer 4 durch 3. Das heißt, deswegen kommt hier 1 raus. Dann ist hier die nächste, ist dann halt 5 durch 3. Wäre dann halt immer, da passt einmal 3 rein plus 2, deswegen kommt hier dann immer auch 2 raus. Bei 6 im Prinzip ist dann halt passt 2 mal 3 rein, das heißt der Rest ist 0 und so geht er dann halt hier einfach auch immer durch. Ne? Also die Folge ist immer 1, 2, 0, 1, 2, 0, 1, 2, 0. Wir können das wieder mit der Zeilennummer addieren und die Summe bilden, dann haben wir wieder 5, 7, ja genau, 5 und 7, weil wir jetzt hier jetzt immer nicht mit der 0 starten, sondern mit 1 und 2. Und dann geht es in unserer Schleife weiter, 6, 8, 10. Und wir sehen wieder, ist immer gerade, ungerade, gerade, ungerade. Und gehen hier ist immer auch einfach dann halt in den Dreier-Schritten durch. Jetzt in dem Beispiel seht ihr am Ende, dass ich dann halt hier auch mit der 1 gestartet bin. Da könnt ihr natürlich dann halt immer hier auch dann halt immer sozusagen von der Zeile ein abziehen und dann könnt ihr auch wieder 0 starten und dann habt ihr hier auch den ersten Dreier-Schritt und je nachdem, wie ihr das danach auch brauchen solltet. Das Ganze funktioniert immer und ist meiner Meinung nach auch der einfachste Weg, ist immer sozusagen dann halt immer, um sich dann halt bestimmte Bereiche dann halt einzufärben. Aber das funktioniert nur in
ungeraden Schritten. Das heißt, wir haben jetzt hier die Arbeitswoche mit, also die Woche mit 7 Tagen oder die Arbeitswoche mit 5 Tagen. Das würde alles ohne Probleme funktionieren. Aber mit geraden Zahlen geht das nicht mehr. Das heißt, wenn ich im Viererschritt machen möchte, dann hätte ich ja weiterhin hier, jetzt haben wir auch dann halt den Rest errechnet. Wir haben unsere Werte wieder zwischen 0, 1, 2, 3, 0, 1, 2, 3. Das heißt, das kriegen wir wieder. Wenn wir jetzt aber hier aus die mit der Zeilennummer addieren, haben wir nur immer gerade Werte raus. Das heißt, das Prinzip hier, was wir hier nutzen, können wir jetzt mal bei geraden Bereichen nicht nutzen. Muss man ein bisschen im Hinterkopf haben. Das heißt, wenn ihr eine Arbeitswoche von 6 Tagen habt, dann müsste man da noch eine andere Formel machen. In unserem Beispiel, ich möchte es jetzt hier nicht übertreiben, deswegen gehe ich da nicht drauf ein, wie man dann heißt immer für 6 Tage das Ganze dann halt errechnet. 5 Tage, 7 Tage ist ja immer das, was wir auch im Standard meistens haben. Bei Bedarf, lasst gerne einen Kommentar da und ich schreibe das dann auch nochmal für 6 Tage dann halt, beziehungsweise für gerade Werte, die wir dann heißt immer hier auch in der bedingten Formatierung machen möchten. So. Kommen wir noch mal kurz mal zu der bedingten Formatierung. Das heißt, ist immer da auch relativ einfach. Wir haben hier ist mal die Funktion ist gerade und gucken dann halt immer einfach nach dem Wochentag, zählen in unserem Beispiel, weil das der Montag ist, natürlich dann halt bei 2 beginnend und addieren die Zeile dazu und das Ganze färben wir dann entsprechend ein. In unserem Beispiel, ich möchte hier gerne mit grün beginnen, deswegen im Prinzip habe ich jetzt hier ist gerade jetzt mal mit rot dann halt mal gemacht und das Ganze dann halt nochmal dupliziert mit einem nicht davor gestellt. Aber wie gesagt, ihr könnt auch hier ohne Probleme die ist ungerade Funktion nehmen, kommt beides auf selbe hinaus. Finde ich so relativ schick, einfach und elegant. Jetzt wollen wir noch mal kurz uns gucken, wie wir das Ganze machen, wenn wir jetzt hier zum Beispiel den Rahmen haben wollen. Ich wollte jetzt hier noch mal eine Rahmenlinie alle 7 Tage in dem letzten Tag unten drunter haben. Und das heißt, wir müssen ja eigentlich schauen, im Prinzip immer, wenn hier der Wochentag 7 ist. Ne? Und ich habe das jetzt mal ein bisschen komplizierter gemacht, das kann man einfacher machen. Habe jetzt hier ist immer am Ende dann heißt mal den Rest. So, wieder dann heißt mal die Modulo-Operation genommen von meinem Beispiel jetzt hier K4 und das Ganze durch 7 geteilt. Und wenn das jetzt mal 0 ergibt, dann im Prinzip kommt am Ende A raus. Und das heißt, jede 7. Zeile, ne, also wir sehen ja hier im Prinzip, hier ist es 7, hier ist es 7, hier ist es 7, dann kommt am Ende wahr raus und da haben wir auch dann halt am Ende nur wieder unsere bedingte Formatierung drauf, haben uns eine Regel erstellt, ja, muss ich rein, bedingte Formatierung, haben uns hier eine Regel erstellt, wenn das Ganze jetzt mal wahr ist, dann im Prinzip zeichne einfach dann halt jetzt mal die Rahmenlinie unten rein, ne? Das heißt, hier ist der Rahmen dann halt gesetzt mit dem unteren Rahmenlinie. Das heißt, immer wenn alle 7 Zeilen würde jetzt hier durchgehen und würde dann halt immer sozusagen dann hier auch den Rahmen ziehen. Also nicht alle 7 Zeilen, sondern im Prinzip in unserem Beispiel ja die Kalenderwoche dann halt oder der Kalendertag 7 erreicht hat, immer nach dem Sonntag. Dann schon bei uns sein. Das Ganze können wir natürlich auch hier machen, am Ende, wenn dann halt mal das Ganze hier gleich 2 ist, ne? Dann könnte man das auch machen. Man kann auch anstatt der Restfunktion im Prinzip das Ganze auf 1 dann halt am Ende dann halt berechnen. Das würde am Ende genau das gleiche dann halt auch machen. Das heißt, in dem Fall wäre es ja K4 durch die Anzahl der Tage, die wir dann halt immer am Ende machen möchten, gleich. Ne? Das würde hier ich sag mal zu dem gleichen Ergebnis führen, welchen Weg man da geht. Für mich ist das andere, ich sag mal, ne, ich arbeite gerne dann halt mit dem Modulo-Operator, aber das könnt ihr halten, wie ihr möchtet. Das ist natürlich immer völlig richtig und mathematisch dann auch korrekt. Ne? Das heißt, es kommt immer dann aber auch das gleiche Ergebnis raus und das ist ja das, was wir haben. Okay, jetzt kommt noch der Punkt, dass wir das Ganze ich sag mal, jetzt ja hier nach Zeilen gegliedert haben. Wir können das natürlich dann auch nach Spalten gliedern, das heißt, wie jetzt hier zum Beispiel, ich habe die ganze Tabelle auch wieder genommen, bin dann halt immer auf Einfügen gegangen, vielleicht für diejenigen, die das nicht kennen, man kann hier sozusagen das Ganze kopieren, ich mache jetzt mal eine neue Tabelle auf,
ihn dann einmal auf Start einfügen, ihn halt hier auf Inhalte einfügen. Wir sagen jetzt hier in dem Fall, wir wollen auch alles haben und gehen dann auf Transponieren. Transponieren am Ende macht dann halt aus den Zeilen Spalten und aus den Spalten Zeilen. Das heißt, wenn wir jetzt hier draufklicken, seht ihr, dann haben wir dann halt immer sozusagen das, was vorher untereinander stand, dann halt jetzt nach in den Spalten aufgegliedert. Und das, was vorher dann halt in den Spalten war, wird dann jetzt eine Zeile. Das heißt, Wechsel, Zeile, Spalte, wenn man so möchte. So, und damit wir da jetzt mal auch die bedingte Formatierung machen können, machen wir am Ende genau das Gleiche wieder. Das heißt, wir haben jetzt hier nach Kalenderwoche. Wir prüfen jetzt einfach nur, ob die Kalenderwoche dann halt immer jeweils gerade ist oder ungerade ist. Das heißt, in unserem Beispiel müssen wir jetzt aber darauf achten, dass wir nicht mehr jetzt hier C4, ne? Wir hatten ja vorhin die Spalte fixiert und jetzt müssen wir die Zeile fixieren. Ne? Das heißt, wir haben jetzt hier das Dollarzeichen vor der 4 und nicht vor dem C. Und dann macht er die bedingte Formatierung dann halt jetzt immer sozusagen nach rechts hin, anstatt nach unten hin. Das gleiche auch wiederum dann halt immer mit den Wochentagen. Das heißt, wir haben jetzt auch hier wieder ist immer unsere Bedingung genauso ausgerechnet wie vorhin auch. Das heißt, wir haben den Wochentag, beginnt bei dem Montag, haben den gleich 1 gesetzt, haben unsere Spalte. Das heißt, anstatt die Zeile nehmen wir jetzt natürlich dann halt die Funktion Spalte. Summieren das Ganze wieder, das heißt, die beiden dann halt immer einmal addieren, haben dann halt unsere Summe dafür und prüfen das Ganze, ich sag mal, ob das Ganze gerade ist. Die ersten 7 sind wiederum gerade, die nächsten 7 sind ungerade und so geht es dann halt immer weiter. Und das Ganze können wir dann halt immer auch relativ, oder das können wir dann auch ganz, ganz geschmeidig dann halt in einer Regel verwalten. Und das haben wir jetzt auch hier drin, ist gerade am Ende. Und das ist am Ende die gleiche Funktion, wie wir das vorhin auch hatten, nur anstatt, dass wir nicht die Zeile nehmen, sondern hier die Spalte nehmen und darauf achten, dass wir dann halt immer nicht die Spalte fixieren, sondern die Zeile fixieren. Und dann ist das auch immer nach rechts hin. Wenn es nebeneinander steht, dann halt immer auch dann halt farblich markiert in den entsprechenden Arbeitswochen und macht dann auch die Übersicht dann halt schöner. Ob das Ganze dann nachher in Richtung untereinander schreiben, das heißt nach Datum untereinander oder nach Datum nach rechts aus erweiternd. Das müssen wir mal schauen. Ich denke mal, das Schönere ist nachher untereinander das Ganze zu haben. Aber das gucken wir uns dann halt mal an, wenn wir dann halt mal den Inhalt hier auch bauen. Jetzt hatte ich noch anfangs schon geteasert bezüglich dann halt der Auswahllisten. Das auch jetzt erstmal nur vorbereiten, das hat noch keine weitere tiefere Funktion. Wir haben jetzt hier, ich sag mal, unabhängige Felder, das heißt, hier kann man jedes Jahr auswählen, hier kann man jedes Quartal auswählen und jede Kalenderwoche, die halt jetzt mal sozusagen am Ende hinterlegt ist. Und das Ganze funktioniert ja immer über Daten, Datentools, Datenüberprüfung. Und da wählen wir anstatt jeden Wert dann halt immer unsere entsprechende Liste aus. Bei der Liste bin ich einfach ins Datenblatt Werte gegangen und habe dann halt mal da die entsprechende Spalte markiert. Das heißt, in unserem Beispiel für das Jahr halt alle Werte ist mal hier aus dem Jahr markiert. So, zack, bang. Und wenn da ist mal irgendwo nochmal ein Wert dazukommt, weil das hier auch eine intelligente Tabelle ist, dann wird das automatisch dann halt immer da auch mit hinzugefügt. Das gleiche dann heißt immer, habe ich auch gemacht für entsprechend das Quartal, beziehungsweise der Kalenderwoche und dann auch für die Tage. Die Listen stehen nicht in Abhängigkeit zueinander. Anders ist das hier bei den abhängigen Feldern. Bei den abhängigen Feldern habe ich auch hier das Jahr ist erst einmal komplett ohne abhängig. Das heißt, wir gehen auch wieder jetzt mal nur auf die Werte. Und haben hier und unser Jahr. Und damit wir das Quartal gleich anzeigen können, haben wir hier eine Filterfunktion gebaut oder habe ich hier eine Filterfunktion gebaut, die dann halt jetzt mal guckt und jetzt müssen wir die Funktion einmal kurz ein bisschen auseinandernehmen. Wir fangen von innen nach außen an, das heißt wir haben eine Filterfunktion. Die Filterfunktion filtert jetzt mal das Kalender des Quartals. Das ist hier unsere Quartale, die wir dann halt mal in der Tabelle drin haben. Das Ganze soll eingeschlossen sein, wenn in dem Feld H8 auf der Seite Rohentwurf, das ist
Feld hier, H8, dann heißt immer das gleiche ist wie, ich sag mal, im Kalenderjahr eine Matrix. Wenn das gleich ist, im Prinzip, dann soll er nur die Quadrate anzeigen. Wenn er nichts hat, dann soll er, ich sag mal, keine Inhalte anzeigen. Damit wir jetzt bei den Quartalen nicht 100 mal die 1 drin stehen haben, haben wir das Ganze jetzt immer noch mit der eindeutig Funktion umschlossen. Das heißt, er würde jetzt auch nicht mal 10 mal die 1 rausgeben, sondern im Prinzip nur einmal die 1, einmal die 2, einmal die 3, einmal die 4. Beziehungsweise im Jahr 2025, da habe ich nur Quartal 1, 2 oder 3 hinterlegt. So, damit das Ganze dann auch, ich sag mal, für die Kalenderwochen funktioniert, habe ich das mal nochmal erweitert. Das gleiche Prinzip, was wir vorhin auch schon hatten, aber anstatt jetzt bei dem Filter, ich sag mal, die Quartale am Ende dann halt zu filtern, also die Jahre zu filtern, so rund, im Prinzip sind wir jetzt hier auf die Quartale und das Jahr gegangen. Das heißt, hier ist eine Verknüpfung, das heißt, das hier in I8 muss gleich dem Quartal sein und in H8 muss gleich dem Jahr sein. Ja, das heißt, hier haben wir wieder, ich sag mal, unsere A8, das Jahr und das Quartal muss passen und nur dann zeigt er dann auch die Kalenderwochen dazu an. Ja, das heißt, wir packen uns sozusagen in die Funktion immer dann halt immer eine Bedingung mehr mit hinein und das gleiche haben wir dann auch hier bei den Jahren gemacht, bei den Wochentagen gemacht. Das heißt, auch hier wieder haben wir dann halt die Filterfunktion. Wir haben als erstes dann halt mal die Tabelle, also den Wochentag, das wir dann halt zum Ende ausgeben möchten. Dann haben wir dann halt sozusagen die Bedingung, dann halt immer aufs Quartal, aufs Jahr und auf die Kalenderwoche und geben halt die Werte aus. Jetzt haben wir, ich sag mal, sozusagen unsere Werte ermittelt und müssen jetzt hier aber dann jeweils noch sagen, was er dann auch am Ende anzeigen soll. Dafür haben wir auch wieder, ich sag mal, in die Datenüberprüfung die Liste ausgewählt. Und ich bin jetzt einfach dann halt hingegangen, habe im Tabellenblatt Werte, das hier, dann heißt immer die erste Spalte, ne? Das Ganze startet ja in K4, habe dann einfach am Ende den Rautoperator hinten dran gehabt. Das heißt, wir geben hier keinen Bereich an, der Rautoperator guckt so lange nach unten und gibt die Werte dann halt immer sozusagen und fügt die hier hinzu, bis er dann auf eine Leerzeile trifft. Wenn jetzt hier eine Leerzeile wäre und dann geht es mit 5 weiter, dann würde er die 5 nicht mehr nehmen. Aber ist in unserem Beispiel nicht gegeben. Das heißt, da können wir ganz entspannt sein. Und hier, das gleiche haben wir dann natürlich dann auch für die Quartale bzw. dann halt für die Kalenderwochen und die Tage gemacht. Und das heißt, immer nur die erste Spalte angeben, dann mit Raute und dann holt er alle anderen Werte raus. Okay. Hab dazu aber auch nochmal ein eigenständiges Video gemacht mit abhängigen Dropdown-Listen, beziehungsweise dann heißt immer, habe ich das Ganze auch mit einem Datenschnitt gebaut. Guck da sonst mal gerne nochmal rein. Das hier war nur nochmal eine kurze Erinnerung, wie das Ganze, wie wir das Ganze bauen. Es gibt eine andere Möglichkeit mit indirekt. Die persönlich hasse ich allerdings wie die Pest, weil das ist so viel Schreiberei, das macht keinen Spaß. Und so finde ich jetzt mal da viel schneller am Ziel. Okay, ich hoffe, das hat euch soweit gefallen. Und wenn ihr noch bis jetzt dran seid und es euch gefallen haben sollte, lasst ein Like da. Lasst auch gerne einen Kommentar da, wenn es euch nicht gefallen haben sollte, wo ihr euch wünscht, hey, das war zu schnell, das war zu langsam, das war vielleicht auch falsch oder kannst auch die Formel nutzen. Ich freue mich immer über Kommentare. Wünsche euch auf jeden Fall viel Spaß hier beim Ausprobieren, beim Risch und Rumbasteln. Und ich werde jetzt die Tage nochmal schauen, dass wir daraus jetzt immer nochmal die ersten Konstrukte bauen. Dann heißt es mal, um auch einen Dienst- und Schichtplan, dann heißt es mal mit verschiedenen Dashboards, danach heißt es mal für die verschiedenen Sichten, Mitarbeitersicht, Führungskraftsicht, dann halt bereitzustellen. Wie gesagt, wünsche euch viel Spaß damit. Freue mich, wenn ihr das nächste Mal wieder dabei seid. Und bis dahin, fröhliches und schönes Auf Wiederhören. Ciao, ciao.